Pause mit Ihrer ersten Parlamentsrede. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Stunden erreichte uns alle eine aktuelle Agenturmeldung. Im Südsudan droht eine dramatische Ausweitung der Hungerkrise, so der EPD heute Nachmittag. Und weiter, der norwegische Flüchtlingsrat warnt, dass die Zahl der vom Hungertod bedrohten Menschen ohne Eingreifen in den kommenden 3 Monaten wahrscheinlich um eine weitere Million auf 7,3 Millionen steigen wird. Von den derzeit mehr als 6 Millionen Hungernden, die Hälfte der Bevölkerung, wird nur jeder Zweite erreicht. Das Ausmaß des Hungers ist schockierend. Und der norwegische Flüchtlingsrat betont, dass eine Katastrophe nur mit deutlich aufgestockter Hilfe abgewendet werden könne. Meine Damen und Herren, im ölreichen Südsudan wird gemordet, gefoltert, vergewaltigt. Tausende Kinder werden als Soldaten zwangsrekrutiert. Knapp 4 Millionen sind auf der Flucht. Wir haben die Zahlen alle gehört. Und trotz dieser dramatischen Lage ist das Elend der Zivilbevölkerung, das Elend von Millionen von Kindern, von Frauen, von Männern im Südsudan kaum mehr im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Vielleicht, weil der Südsudan in der öffentlichen Aufmerksamkeit von scheinbar noch schrecklicheren Schauplätzen auf dieser Welt verdrängt wird. Meine Damen und Herren, es ist nur ein sehr schwacher Trost. Aber wie stünde es um dieses geschundene Land, wenn die internationale Gemeinschaft auch noch diejenigen abziehen würde, die dort zumindest versuchen, das Schlimmste zu verhindern? Ja, UNMISS hat sich selber Verfehlungen geleistet, und ihre Truppen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und sicherlich sind 16 deutsche Soldaten viel zu wenig. Aber auch wenn es viel mehr sein müssten, den Angehörigen der Bundeswehr gebührt unser Dank und unsere Unterstützung. Sie leisten mit UNMISS immerhin einen kleinen Beitrag dazu, dass es vielleicht zu weniger Gräueltaten kommt, als wenn man dieses Land vollends sich selbst überließe. Meine Damen und Herren, die Grüne Bundestagsfraktion hat diesem Mandat in der Vergangenheit immer zugestimmt, und wir werden das auch heute tun. Wir fordern aber die Bundesregierung auf, mehr zu tun. Die humanitäre Hilfe muss dringend aufgestockt werden und ausgeweitet werden. Und übernehmen Sie auch ein Mehr an internationaler Verantwortung. Der Kollege Macchi hat das Waffenembargo schon angesprochen. Das aktuelle UNMISS-Mandat umfasst explizit eben auch die Menschenrechtsverletzungen und die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, und eine UN-Kommission hat kürzlich empfohlen, Anklage gegen mehr als 40 hochrangige Militäroffiziere und Politiker des Südsudans zu erheben. Ihnen wird eine direkte Beteiligung an Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Unterstützen Sie von der Bundesregierung die UNO bei ihrer Forderung nach der Einsetzung eines Sondertribunals für den Südsudan. Das wäre ein so wichtiger Schritt, damit schwerste Menschenrechtsverbrechen eben nicht ungesühnt bleiben. Und das gilt nicht nur für den Südsudan. Und noch eine Bitte, was es nicht mehr braucht. Das ist ein Bundesaußenminister, der in den Südsudan reist, einen Despoten wie Präsident Salva Kiir trifft, aber keine Zeit hat für Gespräche mit Menschenrechtsgruppen, wie dies Herr Gabriel im Sommer letzten Jahres leider praktiziert hat. Meine Damen und Herren, wenn wir heute über das UNMISS-Mandat abstimmen, bedeutet das gleichzeitig, dass wir die Verpflichtung haben, mehr zu tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bause. Als nächstes für die